Das riecht ja schon fast wieder nach einem Endgegner. Oh, hier draußen sind auch so viele. Was? Schlimmen Eigenmängel, meine Freunde. Können wir uns mal zu dem Kerl da hinten klettern, bitte? Noch nix. Ist ganz okay so. Schon. Was haben wir hier denn? Ach, okay, das ist ein Protector dann wahrscheinlich. Ja, okay. Haben wir noch nie ausprobiert. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Na, jetzt aber. Das passt schon. Bereit für den Kampf! Das ist doch schön. Das sieht dann immer für einen Zauber haben. Das ist so krass. Ich will auch sowas haben, so ein Ich werf dich zu Boden Ding. Mach ich frei aus dir, Kollege. So. Ja, ich und mein Freund, der Ritter Kunibert hier. Wir metzeln uns schon ganz ordentlich durch die Gruppen hier. Funktioniert gut. Ja, war klar, dass hier wieder... Ich meine, es ist ja auch so, die Levels werden ja auch... ähnlich wie bei Diablo gescriptet. Also man kann eigentlich nie den richtigen Weg gehen. Das ist egal, wie du gehst, immer der längste Weg. Also nicht gescriptet, das meinte ich jetzt nicht. Also gescriptet wäre ja fest vorgegeben. Wisst schon, was ich meine, ne? So. Flexibel, wie nennt man denn das? Ich glaube, wenn ich jetzt hier rechts gehe, 100 Pro muss ich dann auch nochmal zurück. Aber hier kommt schon ein Speicher, das ist schon mal nicht schlecht. Na? Bist du? Bist du drauf? So. Loot. Speichern. Dann ist immer gut. Wehe, wenn wir mal durchkommen, ne? Aber wehe, wenn wir mal durchkommen. Dann ist hier Achterbahn. So. Raus hier. Nach Downview musste ich ja nicht, ne? Muss ich noch Downby? Ich muss noch Downby, tatsächlich. Ja, ich muss. Oh, hier sind überall Untote, ne? Ja, dann Downby. Dann stimmt es also. Ja, Herr. Wir haben die nördlichen Pässe überwacht, wie ihr es befohlen habt. Er wird bald die Stadt erreichen.
Ich weiß nicht, was für ein Spiel er treibt, indem er hierher kommt. Aber er wird es bereuen. Lasst ihn ungehindert das Tor passieren. Wenn er in der Stadt ist, schlagen wir zu. Was hat dieser Barde vor? Warum kommt er in meine Stadt? Der Inselturm ist noch intakt. Jetzt einen Befreiungsversuch zu starten, wäre also völlig sinnlos. Ich weiß nicht, wovon ihr da sprecht, Lord Finnick. Er wird scheitern, Kaylee. Und danach werde ich eure Fesseln tausendfach verstärken. Ihr werdet niemals frei sein. Ihr kommt von Norden her? So ist es. Nicht viele tun das. Wie seid ihr denn unbeschadet durch die Berge gekommen? Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Ich frage nur zum Zeitvertreib, mein Freund, und regt euch nicht gleich auf. Nicht viel los hier dieser Tage. Nicht seit diese dreimal vermaledeiten Druiden die Stadt regieren. Druiden, ja? Wann ist denn das passiert? Vor etwa einer Woche kamen sie aus dem alten Turm in der Stadt und übernahmen den Ort im Namen ihres Herrn Finnick. Ihr solltet euch besser von ihnen fernhalten, wenn ihr keinen Ärger wollt. Ich denke, ich werde euren Rat befolgen. Danke. Der Barde wagte sich in die Höhle des Löwen, wobei er das unangenehme Gefühl nicht los wurde, beobachtet zu werden. Ja, dann. Geisterbrüder, tötet ihn! Nein! War das gerade ein Bow? Freundchen, du machst mich gerade sauer. Ja. Wird's gehen? Hi. So. Was ist denn da runter irgendwie? Ich sehe euch, Barde! Ja, ich sehe dich auch. Bleib halt. Ja, das ist so dieser Star Wars-Effekt. Ich gehe zu meinen Brüdern. Da ist der Bruder. Töte. Ja, ja. Aber gleich erledigt. Hat doch schon Schaden. Er hält doch eh nichts mehr aus. So. Wo geht's denn da hin? Schreibstube des Büttels? Nee. Wieso hat es denn jetzt sie zerlegt? Die wollte ich nicht. Will ich die mal wieder ausprobieren? Ich probiere die einfach mal wieder aus. Schaut ja nichts. Hat sich die mit dem noch gefotzt und ist draufgegangen oder was? Also, Distanzkämpfer. Macht auch seinen Schaden, ne? Ja, hier kann man überall noch rein. Ja. Jetzt hier rein. Ins Verlies. Jetzt räumen wir hier erstmal auf. Wahrscheinlich, wenn ich in das Haus reingehe, sind die ganzen NPCs wieder da. Mal gucken. Na komm, nimm auf. Geht's hier hin? Wieder ein Broch. Aber wir gehen jetzt mal dahin, wo uns die Quest hinführt. Die Räume können wir ja dann danach aufnehmen. Na, dir geht's gut, okay. Ein Speicherpunkt bitte. Dankeschön. Sehr liebenswürdig. Noch ein Broch. Oh Mann, hey, wie weit muss ich denn hier hatschen? Hallo! Da ist der Brüder! Tötet ihn! Ich finde es mal gut, wenn sie mal so ein bisschen so beieinander stehen. Dann kriegen sie ihren Schaden halt immer gleichzeitig ab. So, jetzt hat. Wie geht's jetzt hier hin? Ja, okay, gut, nee, dann machen wir doch jetzt erstmal die einzelnen Türen noch schnell.
um zu gucken, was da so drin ist. Vielleicht können wir uns auch neues Equipment holen. Neue Ausrüstung und so. Kohle haben wir ja jetzt echt eine Menge. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, Questen, okay. Das sah ziemlich schmerzhaft aus. Ja, ja, das war nur ein Fass. Hier gehen wir nie auf. So. Hier ist nix, hier ist nix. Grüß Gott. Ah, bonjour. Wie schön, euch wiederzusehen. Ihr seid gekommen, um uns zu geben, was ihr uns schuldet, nicht wahr? Oui, oui. Deswegen muss er ihr sein, John. Du bist so klug. Du bist, wie sagen Sie doch gleich, der stinkendste Fisch im Arsenal. Der war... Ich glaube, ihr meint das schärfste Messer. Und da ich euch noch nie begegnet bin, schulde ich euch nichts weiter als einen Blick auf meinen Hintern, wenn ich jetzt gehe. Wartet, wartet, nicht so schnell. Vielleicht irren wir uns ja. Da gibt's kein Irrtum. Ihr zwei verschwendet meine Zeit. Ihr habt die Manieren eines Bauern. Aber ich bin in so versöhnlicher Stimmung, dass ich die Beleidigung vergessen will und euch stattdessen ein, wie sagt ihr doch gleich, ein Geschäft anbiete. Oh, Jean! Jean, wieder einmal sagst du, dass du der Schlaueste der Brüder bist. Sind wir nicht die Schlauesten der Brüder? Sind wir nicht, wie sagt ihr doch gleich, schlau wie Bohnenstroh? Oui, wir wollen euch ein gefälliges kleines Chanson geben, das im Kampf ein sexy Biest zu Hilfe ruft. Wenn ihr uns nur ein klein Gefallen tut, geben wir es euch tout suite. Na gut. Also gut. Ein kleiner Gefallen. Einer. Was? Très magnifique. Alles, was ihr tun müsst, ist Donan zu finden, der ganz in der Nähe wohnt, und die 50 Silbermünzen von ihm zu holen, die er uns schuldet. Oui, oui, holt uns das Geld und wir geben euch das Lied. Donan finden, 50 Silber holen. Alles klar. Donan finden, 50 Silber holen. Alles klar. Wiebi! Wie sagt man doch gleich, ich habe nichts gegen Französen, aber der deutsche französische Dialekt ist furchtbar. Sag mal, hier hängt doch überall so hier so Stiefel und so. Da kann ich nicht rein. Ist voll schade. Entschuldigung, immer noch ein bisschen krank, ne? So. Ja, bin ich da, gut. So, hier irgendwo eine Kiste. Für, eine Quest! Voldemeid! Wertes Fräulein, mir dünkt, ihr habt nicht genug Fässer. Hallo, werter Herr. Seid ihr an Antiquitäten interessiert? Ich sammle sie schon seit Jahren. Ihr seid das Einzige, an dem ich interessiert bin. Da, eure Sorte kenne ich. Aber ich bin keine solche Frau. Verschwindet. Habe ich sie mir jetzt versaut? Oh, ich will es nochmal probieren. Also. Ja. Ah, ja. Jetzt, ey. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Wir haben ja gerade gespeichert, ne? So. Sorry. Cheater! Ja. Safe Game Cheater würde ich das nennen. Euch, Barde. Aber das ist ja okay. Safe Game Cheaten ist ja in Ordnung. Man hat sich ja nur falsch entschieden. So. Nochmal. Hallo, werter Herr. Seid ihr an Antiquitäten interessiert? Ich sammle sie schon seit Jahren. Ja, bin ich. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Gut, dann auf Wiedersehen. Ja, super. Ui, was war das? Ein Glitch. So, na? Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt in Bambi. Ja, sehr.
Jetzt hätte ich gedacht, ich habe einfach nur falsch geantwortet. Aber dem war anscheinend nicht so. So nicht. So, einmal hier rum, Fidibum. Gibt es hier noch Hübsches? Auf jetzt zu blocken. War ja richtig lästig. Was hier? Nö. Das heißt, von da komme ich. Okay. So. Da siehst du. Eins. So, jetzt machen wir erstmal. Und mir ist mal klar, wer hier der Chef will und so, ne? So, mein Freund. Rück die 50 Silber raus. Was wollt ihr hier? Ja, rück die 50 Silber was raus zu hier. Trinken. Und die 50 Silber, die ihr den Brüdern Fox schuldet. Ich schulde ihnen was? Haha, sie schulden mir was. Und zwar mehr als 50. Versucht's mal mit 500. Oh Gott. Zahlt einfach die 50, alter Mann. Von 500 weiß ich nichts. Dann sind sie entweder Lügner oder ihr seid ein Trottel. Was davon trifft zu? Also, wenn ich ihr wäre, würde ich zu den Kerlen zurückgehen und die Sache mit ihnen klären. Oder was meint ihr? Der hat keine Augen gehabt, habt ihr gesehen? Boah, gruselig. Boah, das ist jetzt... Nein. Das ist jetzt nicht sein. Lauf dahin, lauf wieder zurück, lauf wieder dorthin, lauf wieder zurück, lauf wieder dorthin, lauf wieder zurück. Nein, ich hasse sowas. So, Büttel. Kann man hier was kaufen? Ich will jetzt nicht was kaufen, 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 kaufen. Was gibt's hier? Gefängnis. Steinschere, Papier, der andere macht Liegestützen. Lustig. Ja, so vertreibt man sich die Zeit. So. Warum heilt die Heilerin eigentlich nicht? Ach, weil wir keine Heilerin haben. Oh, scheiße. Ja, gute Frau, dann müssen sie leider wieder gehen. Es tut mir leid. So, dann müssen wir gerne wieder. So, dann können wir quatschen. Wenn ihr ein Verbrechen melden wollt, füllt das Pergament da aus. Dreifache Ausfertigung bitte. Wenn es eine Vermisstenmeldung ist, könnt ihr vergessen. Nach Downby kommt man, um verschütt zu gehen und nicht um gefunden zu werden. Ich kann euch eigentlich überhaupt nicht helfen. Heutzutage vertreten diese Droiden das Gesetz. Ich habe nichts zu melden. Bin nur auf der Durchreise. Na dann, viel Glück. Viele Leute haben das vor und nur wenigen gelingt es. Sagt mal, wollt ihr was Lustiges sehen? Gerade sehe ich schon so am Kopf so. Hä? Warum nicht? Viel zu lachen habe ich nicht gerade im Moment. Was doch? Hey, welcher von euch armseligen Nichtsnutzen ist der Erwählte? Ich bin der Erwählte. Nein, ich bin der Erwählte. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Nein, ist er nicht. Ich bin der Erwählte. Ich werde die Welt retten. Das macht mich immer völlig fertig. Die kommen in die Stadt, reden wirres Zeug und prügeln auf Monster ein, die doppelt so groß sind wie sie. Jetzt muss ich sie schon einsperren, zu ihrer eigenen Sicherheit. Hey, ihr seid doch nicht etwa selber einer von diesen Erwählten, wie? Oh nein, ich doch nicht. Mir geht's ausschließlich um Wein, Weib und Gesang. In der Reihenfolge. Nein, sagen wir lieber Weib, Wein und Gesang. Was auch immer, Jungchen. Schön sauber bleiben, ja? Oh, it's bad luck to be you. A chosen one of many, is it true? When you think you're full of luck, in the bollocks you get struck. Oh, it's bad luck to be you. One would think that fame and glory could be bought. When it comes to chosen ones, there are a lot. There seems to be too many. I don't really think there's any. I used
endless pile of bunk is what you've got. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In the pickle you'll be stuck. Like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. Just a second is not true. When your life is run amok, you will see that you're a schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree, it's a freaking guarantee. It's bad luck to be you, it'll lead to. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, drum ein Liebling spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.